was ich heute euch vorstellen will. Monty Parts. Und zwar sind das Bikeständer, genannt Willi, die sehr interessant sind. Solltet ihr mal eine Panne auf eurer Tour haben und müsst euer Bike auf den Kopf stellen. Weil die meisten haben, wie ich, das Problem, ich zeige es euch, dass dann eine Handyhalterung stört, ein Display stört, eine Ente stört, von mir aus eine Klingel stört oder sogar den Rückspiegel stört. Damit ich jetzt die ganzen Sachen nicht hier abbauen oder umändern muss und trotzdem mein Fahrrad auf den Kopf bekomme, gibt es jetzt diese sogenannten Fahrradständer Willi. Und die sehen dann so aus. Wenn sie dann montiert sind, so sieht es dann aus, verpackt. Die sind nämlich jetzt auseinander. Dann werde ich jetzt gleich einen Zeitsprung machen im Video, sie dann zusammenbaue und dann euch auch zeige, wie diese richtig funktionieren. Da bin ich mal sehr gespannt. Jo, jetzt wollen wir mal das Ding hier zusammenbauen. Jetzt sehe ich aber nur das erste Problem. Es fängt an zu tröpfeln. Das zweite Problem. Ich habe hier insgesamt 6 von den Dingern. Also 1, 2, 3. Nee, da gehört mal 3 dazu. 3 da, 3 da. Alles klar. Okay, nee, ich nehme alles zurück. Weil hier auf dem Bild, Gott sei Dank, kann man sehen, immer 3 pro Seite. 2 außen, einer innen. Gut. Da kommt die Schraube durch und dann wird das so, zack, dann muss das so aussehen. Und dann kommt auf der anderen Seite noch die Mutter drauf. So, jetzt brauche ich hier einen Imbus. So, hab doch alles dabei, ne? Mein gutes Werkzeug. Gut, hier hinten ist nämlich auch eine Aussparung, wo jetzt auch die, das ist selbstsichernde Mutter. Übrigens, das sind V2A-Schrauben, sind das, also sehr stabile Schrauben. Sehr stabile Schrauben. Aus V2A Stahl. Festgemacht. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich das auch ein bisschen noch wägen kann und nicht zu stramm mache. Ha, der erste ist schon da. Zack. So, und das gleiche Spiel jetzt mit dem zweiten. Übrigens, das sind, glaube ich, selbstsichernde Muttern. Also ein bisschen stramm sollte es schon sein, nicht zu locker machen. Weil es muss ja gut stramm sein, wenn es gleich auf dem Boden ist, dann nicht irgendwie, ne? Aber durch die Schwerkraft wird sich das alles gleich anpassen. Habe nämlich auch schon gerade geguckt, wo ich das am besten mal demonstrieren kann. Ne? Das kommt nämlich dann hier dran. Vielleicht kann ich das auch hier dran befestigen. Und dann wird das jetzt einfach hier am Lenker, werden diese Montagehelfer Willi draufgesteckt. So, ne? Hier unten hat jetzt der Montageständer und da ist noch ein bisschen Platz zum Display. Auf der anderen Seite könnt ihr das auch wunderbar sehen. Also funktioniert hier optimal, genauso wie sich der Erfinder das vorgestellt hat. Ja, und jetzt könnte ich hier anfangen, meine Reifen zu montieren, zu machen, zu tun. Ja, und wenn was ist, dann hat man hier wunderbar, ne, kommt man nämlich nicht mit dem Display, das haben ja viele von euch auch, das Problem, dass man sonst mit dem Display am Boden kommt oder die Klingel verkratzt oder wie auch immer. Und durch diesen Montageständer auf beiden Seiten ist das jetzt richtig schick. Ne? Richtig klasse. Gefällt mir echt, echt gut. Ja, und die brauchen ja wirklich nicht viel Platz, ne? So, verschwinden jetzt einfach in meine Satteltasche. Top, echt top. Also gefällt mir bombastisch, richtig gut. Also, ja, sehr einfach, sehr simpel. Und auch der Preis ist top. Also, an dieser Stelle mal ein großes Dankeschön an Monty Parts. Ja, an den Erfinder des Montageständer Willi. Also, da gibt ganz dick 2 Daumen von E-Bike Tom nach oben. Und den Link zum Produkt, den habe ich euch hier in der Videobeschreibung hinterlegt. Und ja, eigentlich ein Must-Have für jeden E-Bike-Fahrer, der Touren macht. Weil wenn ihr eine Panne habt, seid ihr heilfroh, wenn ihr so ein Ding habt, so einen Montageständer. Und ja, verkratzt euch dann nicht hier das Display, ne? Sondern alles wird dann durch die Montageständer hier abgefangen. Und ich musste jetzt nur ein bisschen meine Halterung nach vorne
schieben, genauso wie mit dem Rückspiegel, das ging ja ratzfatz. Ja. Also echt klasse. Gefällt mir echt, echt gut und dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr noch keine Abonnenten seid, dann abonniert doch meinen Kanal, um keine weiteren Tipps und Tricks von eBikeTom zu verpassen. Es grüßt euch, euer Tom. Bis dann. Ciao.